Hallöchen, Test, Test, 1, 2, 1, 2, jawohl, das geht. Leute, hi, wir haben heute was Neues am Start, was relativ Neues, was ganz Neues. Es ist erst eine Demo draußen, aber er soll erscheinen am 3. August 2021. Das ist in nicht einmal einem Monat, das ist in 3 Wochen und 3 Tagen. Bis jetzt gibt es eine Demo hier auf Steam. Und die würde ich heute mit euch mal anspielen. Es ist angeblich eine 2-Stunden-Demo, aber jeder weiß, ich brauche länger. Und ja, schauen wir mal, was da drinnen steckt. Es ist ein Aufbau-Strategiespiel mit Survival. Ich bin da immer skeptisch. Es heißt Patron. Und ja, es heißt irgendwie einzigartiges soziales Dynamiksystem. Sammeln Sie Ressourcen, bauen Sie ein kleines Dorf zu einer blühenden Stadt auf, navigieren Sie die verwickelten sozialen Spannungen. Komische Übersetzung. Ja, und dann steht da irgendwas von Siedepunkt. Ich bin mal gespannt. Es ist auf jeden Fall ein kleines Indie-Aufbaustrategiespiel in 3D, das eine mittelalterliche Stadt bzw. ein Dorf simulieren soll. Alle werden jetzt schreien banished. Ich glaube, es steckt sogar ein bisschen mehr drinnen als banished. Alleine, wenn ich mal auf Steam die Seite ansehe. Joa. Kopieren wir mal den Link hier raus. Geht der? Falls das irgendwer. Nö, das geht natürlich nicht. Warum geht das nicht? Hallo, ich möchte diesen Link kopieren. Er lässt mich nicht. Wenn ich es markiere und dann Steuerung C sag, dann geht's plötzlich. Das ist das Game. Ich schmeiß das mal hier rein für später. Da kann ich es dann easier wieder rauskopieren. So, dann schwenken wir mal hier die Kamera rüber. Hallöchen. So sieht es aus im Hauptmenü. Keine Sorge, es ist nicht so leise. Im Gegenteil, es ist sogar eher sehr laut. Es kann sein, dass wir das jetzt erstmal für den Stream so optimal einstellen müssen. Da schauen wir gleich drüber. Es ist gerade noch im Hintergrund, deswegen tut sich da nichts. Und es ist sehr leise. Aber ich schaue da gleich noch drüber. Ich bin gerade noch im Browser drinnen. So, Steam geschlossen. Das Spiel hier vorne. Ach, so habe ich das gerne. So. Ja, Hauptmenü ist noch etwas statisch, dafür gibt es Musik, die ist laut, oder? Die ist sehr laut. Warte, ich mach die gleich noch runter. Machen wir mal 30%. Hä? Der Unterschied. Okay. 2:1. Dann mach mal 33%. Ich brauche schöne Zahlen. Hier spackt irgendwie die Maus ein bisschen. Wie ist das? Geht, oder? Ich glaube, es geht. Ich meine, es geht. Ich habe alles andere schon mal pauschal runtergedreht. Ja, wir schauen einfach mal, ne? Sonst müsste alles halbwegs, ja. Keinen Plan von dem ganzen Kram. Es ist natürlich auf Englisch, wie gesagt. Kleine Demo. Hier steht noch Alpha drinnen. Da steht die Versionsnummer. Alles sehr early, early, early. Und irgendwie funktioniert der Fenstermodus nicht. Das ist uncool. Warte, wenn ich sage, es gab noch diese Einstellung. Wo war denn die Run Game in Background? Was heißt denn das? Wenn ich das mache, dann kann ich immer noch. Aber dann bleibt die Musik. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Dann haben wir zumindest etwas Musik im Hintergrund, auch wenn ich mal raustabe. Heißt aber wahrscheinlich, das Spiel läuft auch weiter, wenn ich das tue. So, es gibt hier noch nicht viel, aber wir können ein neues Spiel starten. Und ich schätze mal, Achievements und so weiter, das wird alles erst freigeschaltet, wenn das Game vollständig erscheint. Wie gesagt, auf Steam, Preis ist noch nicht bekannt. Aber ich schätze mal, allzu hoch wird der auch nicht sein. Üblicherweise wäre sowas irgendwo zwischen 10 und 20 Euro. Maximal 25. Ich kenne die Entwickler nicht, glaube ich. Overseer Games war das, glaube ich. Ist das nicht so? Oh, jetzt muss ich nochmal nachsehen. Overseer Games. Genau, Overseer Games. Ist auch das einzige von denen aus. Ich schätze mal, es ist dann auch das erste von denen. Aber ihr wisst ja, Aufbaustrategie wird auf diesem Channel groß geschrieben. Von daher, schauen wir mal. Ist wie gesagt die Demo. Vollversion soll dann auch auf Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch, Polnisch, was auch immer rauskommen.
wie die Übersetzung ist, muss man dann halt schauen. Aber jetzt gucken wir uns mal die Demo an, ob die was kann. Weil wenn sie was kann, vielleicht kauft man das dann auch eines Tages. Und ja, hier steckt irgendwas. Ich trage so viele Dinge im Kopf. Kopfhörer, Kopftuch, plus Brille, schwierig. Ja, und heute Late Start, weil ich noch mit einem Kumpel was gezockt habe. Der hat dann aber spontan gesagt, ja, jetzt hau ich dann mal doch ab. Keine Ahnung, also eigentlich dachte ich, wir streamen dann heute gar nicht. Jetzt streamen wir doch, weil ich plötzlich alleine war. Ja, traurig, aber ist so. Ja, und wenn irgendwas Geräusche macht, so Nebengeräusche, vielleicht etwas leiser, ich hoffe sehr leise, wenn schon, dann sind es meine Nachbarn, die machen gerade irgendwie wieder Party, weil es ist ungefähr Samstag oder so. Ich habe gehört, viele Leute sind gern draußen, wenn Samstag ist, ich habe keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Den ganzen Tag Sachen umgeräumt, jetzt ist mir nicht mehr so nach draußen. So, New Game, legen wir los. Genug gequatscht. Choose your banner, Jamestown. LOL. LOL. LOL, das ist natürlich Blacktown persönlich. Wobei, eigentlich wäre irgendwie so Black Keep oder Black. Eigentlich wäre es eher Black Village wahrscheinlich. Mach mal Blacktown. Das Banner mit dem Löwen ist schon ganz nett. Da geht noch mehr, ja. Ist es zufällig? Schlüssel, gekreuzte Schlüssel auf Schachbrett. Die Slytherin-Schlange? Das ist ein Wolf. Ist das ein Fuchs? Ich glaube, es ist ein Wolf. Der schwarze Schmied, auch schön. Gelber Drache auf Grau. Mh. Der Lebensbaum, kennt man auch. Das keltische, wie heißen die Dinger? Sind das Chakrams? Chakren? Das ist auch so keltisch angehaucht. Ist aber nicht schlecht, ist halt wie dieses Schachbrett. Skorpion. Oho, jetzt wird es exotisch. Das sieht ganz gut aus, finde ich. Das ist auch interessant, wenn dieses Grau nicht so hässlich wäre. Ah, ein Patron-Eigendings. Oh, lieb. Achso, das war schon. Ja, nun. Ich finde das nicht schlecht. Was war noch? Das war ganz okay. Da gefallen mir die Farben. Na, schwierig. Schwierig. Gleich so eine schwierige Entscheidung am Anfang. Puh, ich nehme mal das hier. Keine Ahnung, wo man das sieht, wie sich das auswirkt und so weiter. Ich nehme das jetzt einfach mal, weil ich es kann und so, ne? Warte mal, ich muss nochmal raustappen. Ey, was ist denn heute los? Das ist ja ungeheuerlich. So. Continue. Mediterranean, peaceful, almost Mediterranean looking island with a lot of fertile soil, scarred with bays and coves. It surely is surely a place your people will be proud to call home. Sieht ganz gemütlich aus, ja. Viele Berge. Soil fertility high, or richness high, weather temperate, ja. Klingt sympathisch. Pine Ridge, named after thick pine forest that sprouts through the area, Pine Ridge also boasts tame grasslands excellent for future agriculture. High, high temperate, warte mal. Das war auch high, high temperate. Mhm. Twin Islands gibt's. Da wird schon interessanter. Das erinnert jetzt ein bisschen an Tropico. Almost the same size, the Twin Islands are rich in all accounts. Das wäre so eine Multiplayer-Map eigentlich klassischerweise. The Twin Islands are rich in all accounts, soil fertility, forests are abundant. It is truly a wonder, no one has claimed the area already. Ja, das wundert mich auch. Hier ist aber nur medium. The summit, Berg in der Mitte. The northern island with fertile soil and grand pine forests, abundant with rivers that spring up from the great mountain looming over the land. Wieder nur medium ores, obwohl es einen fetten Berg gibt. Das ist so die Sauron-Map schlechthin. Sind das hier Flüsse oder was ist das hier? Was haben wir noch? Reef. Wie viele Maps gibt es denn da jetzt schon? Ist ja krass. Das ist jetzt tropisch.
The reef, a Caribbean gem with jungle forest covering the land and soil so fertile, almost anything will grow. Das klingt auch irgendwie verführerisch. Vor allem, ich mag dieses Hafenbecken. Ich habe keine Ahnung, ob es Schiffe, Schiffsbau oder irgendwas in die Richtung überhaupt gibt in dem Spiel. Man sieht bis jetzt nur Häuser vor allem. Aber gut, wenn man die Islands of Plenty so ansieht, dann müsste es fast irgendwas mit Booten, Fischerei und so schon geben, ne? Abundant, ich glaube, dieses Wort kommt in jeder Beschreibung vor. Abundant in resources with a temperate climate, Islands of Plenty rightfully made the name. Mhm. Jetzt wird's hart. Soil fertility low. Oasis. Ui. The central oasis dominates the area and breathes life into an overall harsh environment. Weather dry, da ist auch mal eine Veränderung. Dafür gibt's viele Ores, ne? Gut, makes sense. The Delta might be just the land you are looking for. Riverbanks flood the soil with ever-needed water, while mountain ridges show promise of abundance. Das ist schon wieder das Wort, Stone and Iron Ore. Medium dry. Also, gefühlt steigt die Schwierigkeit an mit jeder Karte. Da haben wir auch mal Weather Cold. Gibt's also auch die Highlands. Although looking tame, the Highlands can be hard lands to survive in. Covered with thick forest and with cold climate, animal hunting and fishing might be your main food source. Das könnte ein bisschen schwieriger sein. Fjords of Iron. Schön. The rock northern land is obviously not something your farmers will love, but enormous quantities of stone and iron might change their mind. Ach du Schande. Archipelago. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Archipelago. Filled with many small palm-covered islands will undoubtedly look like heaven on earth if you manage to maintain production in this overall resources-scarce area. Ui. Ja, die werden wirklich immer schwieriger, habe ich das Gefühl. Kann man Brücken bauen? Ich hoffe, man kann Brücken bauen. North Peak. The grasslands with fish abundant central lakes that cut through all rich mountain range should just make up for low soil fertility in the area. Okay, also wieder viele Ores, wenig Soil. Mhm. Volcano. Hat schon auch ein bisschen was von Tropico von den Maps her. Die sehen alle so ein bisschen, ja, tropikanisch aus. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. A dormant volcano dominates the area with many fertile islands and the rugged coastline. Schade. Schade, dass das ein ruhiger Vulkan ist. Das wäre noch so ein Ticken SimCity-Action. So, Mediterranean. Warte, war das nicht unsere Startmap? Das war eigentlich die Startmap, ne? Die erste, die es vorgeschlagen hat. Das heißt, wir sind durch Pine Ridge. Twin Islands. Ich glaube, ich nehme aber wirklich mal die. Einfach so das Starter-Ding zum Starten, weil wir gerade erst starten und so, ne? Aus Gründen des Starts. Probieren wir mal. Okay, hier kann man noch mehr Dinge einstellen. Was ist normal? Oh, hard, extreme, oh Gott. Also man kann dann noch Details einstellen. Custom, easy, population, ich verstehe das population Ding nicht, das sieht aus wie ein Datum, difficulty, easy, hier, ah, das geht hier so mit, ich habe halt keine Ahnung, was es heißt, allerdings, es ist ein Aufbaustrategiespiel, ich habe keine Ahnung davon, ich habe auch keine Ahnung, wie schwer da, oder nicht schwer, es ist, ich würde es vielleicht mal auf normal oder easy starten, wildlife, high, medium, Disaster Menu. Es gibt doch Katastrophen. Man startet aber immer im April. Wahrscheinlich, weil March noch Winter ist. Ah, okay, es geht sofort auf Custom, sobald ich irgendwie. Ich lasse es mal auf Custom. Dann machen wir Difficulty mal easy. Weil, ne? Warum nicht? Very high, da gibt es eh nichts höheres. High, high, low, okay. Ja, vielleicht. Wir können es ja so ein bisschen schwerer machen. Also nur sagen, Resources is high oder so. Population, was zur Hölle? Aber was heißt denn das? 1274. Ach so. Das könnte natürlich bedeuten, Kinder, Erwachsene, Alte. Ja, wenn man hier. Ne, warte, man kann nur runtergehen. 952, 1063. Also, das ist schon mehr. Es ist auf jeden Fall mehr.
Not sure about that. Ich mach mal die 1063. Wildlife High, da gibt es Medium und Low noch. Ich lasse es mal auf High, keine Ahnung. Wildlife, ist das zum Jagen oder greift mich das an? Weather, normal, poorly, dense. Machen wir normal. Temperature, mild, normal, severe. Machen wir mild, disaster, minimum. Disabled, ah, kann man. Normal, often, ui. Machen wir minimum. Nicht ganz abdrehen, aber ich stehe nicht so auf Katastrophen. So, starting month is April, also schätze ich mal, heißt einfach Frühling, damit man die maximale Zeit hat bis zum Winter, wo solche Spiele üblicherweise am schwersten werden. So, difficulty easy, das war's eigentlich mit Presets soweit. Nun, dann schauen wir mal, jetzt hängt meine Maus, hallo? So, ich glaube, es geht los, es lädt. Dann sind wir mal gespannt. Also ich mag diese ganze keltische Symbolik da so. Die Gebäude sehen nicht sehr keltisch aus, sondern eher so pseudo-mittelalterlich. Sind alles... Die vorderen sind so Holzhäuser, die so nach Western aussehen. Das ist ja ein Stein. Na, schauen wir mal. Welcome to Patreon. This short tutorial will guide you through the basic concepts of building your new city, setting up the efficient production chains, governing your people. Let's get started. Ja, Mann. Wir haben ein Häuschen. Housing Shortage. Ja, da geht schon los. Bewohner, die verwirrt sind und ein paar Ressourcen. Es gibt Coins, Tools, Stone, Iron, Food. Das wird sicher gleich weniger. Lumber, Firewood und Kohle, die wir nicht besitzen. Und ich hatte recht. Adults, Young and Children. Ah, okay, es wird anders eingeteilt. Ich verstehe, es sind nicht alte Erwachsene und Kinder, sondern es sind Erwachsene, junge Menschen und Kinder. Was auch immer das heißt. In 10 Familien aufgeteilt. Nein, 5 Familien, Entschuldigung. Wir haben noch kein Haus. Influence Points are used for enacting decrees through the Policies Panel Town Center. Happiness, 82. Safety, Health, Immigration, Loyalty, Religion, Education, Basic Goods, Luxury Goods, Taxes und Housing. Ui, okay. Die haben alles das Bedürfnis Housing. Move the camera. Gern geschehen. Press and hold the right mouse button. Ah ja. Furchtbar. Zoom the camera. Ja, cool. To rotate the camera, use Q and E or press and hold the mouse wheel. Nice. Interact with objects, click on them with the left mouse button. Hallo Objekt, ich klicke auf dich. Und auf ein Haus kann ich klicken. Da wer ist denn er? Ah, unser strenger Advisor. We are off to a very good start, sire. Everything looks in order. Das Spiel passiert aber nicht, wenn ich hier rumlese, ne? Ui. The people have food, firewood and are content. Good work, indeed. Ich habe noch nichts gemacht, Freundchen. 3 Influence haben wir. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann. Overview. Das haben wir vorher schon in kurz gehabt. Die Musik ist noch ein Ticken zu laut. Es tut mir leid. Läuft das Spiel jetzt immer noch weiter? Alter, ist das laut! Was ist denn mit dem verrückten Spiel? Your citizens are in desperate need of housing. Citizens who have a place to live in are happier and will pay taxes. Only one family can occupy a single house, and if they don't have room and are at least content in your town, they will have children. If they have room, ne? Makes sense. Build 5 tents or houses to provide some initial housing. Man kann hier auch Zelte bauen. Also ich soll auf und dann auf klicken. Also, hä? Und hier haben wir ein Tent, 2 Lumber, 3 Leather. Sehr billig. Provides the weakest housing for two settlers. Citizens who live in the pay taxes, which is your main source of coins income. Okay. So, house. Standard wooden house provides housing to your city. Ja, ja, ja. So, das kostet aber auch Coins. Und wesentlich mehr Lumber. Plus Stone, aber wir haben es ja. Wir sind ja Rich Bitches. Ich weiß halt nicht, wie man
wie man das hier, wie man überhaupt gut baut. Was die Häuser brauchen und so. Ob man die nebeneinander bauen soll oder eher weit voneinander entfernt. Ich gebe denen mal so ein Minimum Space. 5 Häuser soll ich bauen. Habe ich überhaupt Ressourcen für so viele? Das wären 4. Das 5. machen wir vielleicht noch hier nach hinten. So, da wird gebaut. Wir helfen auch alle schön zusammen. Nothing is free. While things don't necessarily cost coins, they do require some other resources. Mark some trees for gathering. Your workers will cut them down and carry the lumber to your stockpile. When you select the gather trees control, left click and drag the mouse to select a wide area clear of trees. Wo? Das ist Gathering. Clear Billions and Resources. Also wenn ich da einfach mal so ein paar Palmen wegmache. Das sind anscheinend Steine. Das könnte Eisen sein. Not quite sure. Okay, die machen das alles automatisch. Ich habe jetzt viele Steine ausgewählt. Also es tut mir fast leid, aber wir brauchen die sowieso irgendwann bestimmt. Making efficient production chains rests on having a valuable data. One key element in this are the grid overlays. Cycle through the overlays by clicking the grid button in the top right hot menu. Was? Geh gar nicht. This will display useful info on soil fertility. Hä? Gibt's mehr im Modi? Jetzt wart mal langsam. Und die Erklärung dafür? Wo sehe ich, was das jetzt ist? Hä? Gather all resources? Ja, toll. Das zeigt mir die Fertility für ich weiß nicht was an. Na, ich bin nicht so ganz überzeugt. Options, Fuel, Additional Panels, Town Hall, Research, Jobs. Was ist denn das Ding mit G? Game State. Uah. Jobsboard. Das könnte später interessant werden. Research wird später interessant. Town Hall. Kennen wir schon. Additional Panels. Annual. Yay, Town Founders. Housing Shortage. Woo! Stock. Ah. Okay, es gibt schon mal eine nette Übersicht in Residence. Not available in Demo. Okay. Und View ist Minimap. 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 Hallo, Minimap. Wo packen wir die hin? Hier vielleicht? Toggle Grid. Ja, aber das Grid hilft mir ja nicht, wenn ich ja nicht weiß, was mir das Grid sagen will. Show High Tree. Okay, krass. Okay, könnte das lassen. Among the basic needs of your citizens, food is your number one priority. Build a gatherer shelter. Das sollte man vielleicht bald machen. Housing, Town Building, wo ist das? Production Buildings. Ah, jetzt ist die Minimap hier drüben. Okay, warte, ich schmeiße mal hier nach drüben. Man kann sie nicht überall hingeben, aber ich finde schon gut, dass man sie verschieben kann. Depot, Hunting Lodge, Foresters Hut, Sawmill. Was? Ich bin einfach drüber. Gatherer's Shelter. Gathers various wild fruit, mushrooms and other produce. Well-forested areas are more abundant in these resources. Okay, also effizienter im Wald. Das heißt, vielleicht bauen wir den mal. 97%. Ah. Da hat er sogar über 100 irgendwo, hat er da gerade. 97 ist gut genug, oder? Gut genug für Volksmusik. Komm, wir bauen den hier. 97% ist super. Gut. Was noch? Ich habe sehr wenig Holz. Und Stäbchen sind auch Mangelware. Keine Ahnung, was Stäbchen sind, aber Stäbchen sind auf jeden Fall Mangelware. Ich würde noch gern so ein bisschen Zeug sammeln. Vielleicht ist das, kann ich dieses Eisen meinen? Ja. Und wir brauchen mehr Bäume. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich die dem Gatherer nicht wegmache. Ne? Ich versuche es mal hier mit Bäumen.
Und vielleicht, der Strand ist zwar schön und so, aber vielleicht müssen wir da ein bisschen für später. So, die haben aber keine Prio, ob sie jetzt Holz fällen oder Eisen hacken, die machen einfach nur, oder? Wunderschöne rosa Latschen hat der hier. Ich kann leider die einzelnen Citizens nicht anklicken, sehr schade. So, es ist ein bisschen Life is Feudal Forest Village, ein bisschen Banished, ein bisschen... Von der Grafik her fast Tropico. Fast. Vor allem mit den Palmen. Ich finde den Fluss ganz nett hier. Der ist auch ein sehr schneller Fluss. Es gibt auch Vögel, yay. So, da wird schon gefällt. Okay, da geht was weiter. Ja, ist eh entspannt bis jetzt. Nur unsere Ressourcen sind irgendwie knapp. Sehr knapp bemessen. So, also Gebäude bauen, das dauert schon, ne? Gather a shelter. Okay, da steht sogar drauf, das ist schön. Most buildings require workers to operate. In this case, the gatherer shelter requires gatherers to actually go out and collect various fruit and mushrooms. Der Regen ist sehr laut. To do this, you should assign workers to the profession. Assign two workers to the gatherer's profession. Either select a building or open jobs panel. Der Regen ist so laut. Ich nehme an, dass Regen SKX ist. Oder Environment, das könnte auch sein. Mach einfach mal beides leise. Oh, so ist das viel angenehmer. Entschuldigung, so. Ich möchte hier im Gatherer zwei Leute zuweisen. Increase the number of citizens working in the profession. Ja, los geht's. Und was habe ich hier? Was ist das? Ach, das wäre... Okay. Das ist... Zwei Buttons ist irgendwie komisch. Different white fruit and mushrooms, depending on the season. Ah, makes sense. 261 im Jahr. Expansion 1, large baskets. Ah, man kann noch Verbesserungen machen. Das kenne ich tatsächlich aus Kingdoms Reborn. Das habe ich auch nochmal angespielt. Da habe ich auch überlegt, ob ich das mal jetzt teste mit euch. Vielleicht machen wir das noch im Multiplayer, wenn es ein bisschen ausgereifter ist, das Spiel. Maybe we can do this. Da war, glaube ich, erst gestern ein neues Update. So, ich habe zwei Gatherers. Also wir haben Nahrung, wir haben Haus. Mehr brauchen wir eh nicht. Wir sind zufrieden. Wir sind fertig. Overly long transport routes can cause serious problems. Build a depot to create a new drop-off and pick-up point as well as to expand your stockpile maximum size. Ich habe ein Gebäude gebaut. Warum brauche ich jetzt schon ein Depot? Ich frag nur blöd, aber gut. Scheiße, wo war das? Nein, ich brauche erst mein Depot. Was? The King sends his regards. Sire, the King has sent over a ship full of goods for our fair city. He is clearly pleased with us. Most excellent, please notify the King that we accept the gift. Potato 25. Ja, danke schön, Herr König. Es gibt Potatoes in einer Mittelalter-Simulation. Da geht's ja wieder los. Ich wollte ein Depot bauen wie, Town Buildings, Docks. Ah, cool. Enables Trading with the Mainland. Nice. Watchtower, okay. Farms, Housing. Was war da noch eigentlich? Shelter. Find solution when your town gets too crowded. okay. So, Depot. 30 Coins. Provide some storage space for resources and animals carriers to do their job effectively. Depots serve as a resource drop-off and pick-up points for your workers. Okay, ich direkt daneben drüber. Hier mache ich jetzt zumindest keine weiteren Bäume kaputt, wenn ich das hier hin. Also ich mache das mal dorthin. Ich schätze mal, wir expandieren früher oder später eh in die eine oder andere Richtung. Das Startpoint ist nicht so exzellent. Ich finde es ein bisschen doof, dass es so unscharf wird, wenn man ganz weit rauszoomt. Oder ist das wegen dem Wetter jetzt?
Es ist hier immer noch unscharf. Hier geht's halbwegs. Hier wird's. Hundertprozentig scharf ist das nie, oder? Also Grafik ist so einer 2 minus. 3 minus, ich weiß nicht. Ich kriege jetzt nicht die Krise, aber es ist auch so ein bisschen 2012. Patron is all about production chains, which means transporting resources between various buildings is essential. To make it easier for your workers and carriers to do this, place some roads and connect your buildings. It is not required, but it will make them go faster. Okay, es gibt Straßen. Das gab es, glaube ich, in Banished schon mal nicht. Winter is coming. Nein, hör auf! Beautification gibt's da. Es gibt Ornamente. Das ist wie Anno. Geil. Dirt Road. Wooden Bridge. Ah, es gibt Brücken. Nice. Large Wooden Bridge. Alter, ist die teuer. Road Sign. Helps the citizens find their way quicker. Echt jetzt? Das ist cool. They move 5% faster while near the road sign. Okay, das ist süß. Gut, aha, das haben sie. So, die kostet auch nichts, die Dirt Road. Jetzt ist nur die Frage, wie platziert man denn die? Okay. Eher so simpel. Wieso kann ich da nicht? Hä? Warte mal, guck mal. Wieso? Wieso kann ich hier kein. Hätte mehr Platz gebraucht. Scheiße, ich habe hier zu wenig. Ich habe extra Abstand gelassen. Mann! Das geht wiederum. Okay, ich bin ein bisschen überfordert. Mit dem Dirt Road System. Muss ich gestehen. Ich planiere da jetzt einfach ein bisschen rum, ne? Ich kann genau hier. Nein, ist das doof. Zwischen den Häusern kann ich aber einen machen. Da ist ein Baum im Weg. So, vielleicht wollen die hier auch ein bisschen Straße zum Eigenheim. So, ich mache da einfach mal alles Dirt Road, was irgendwie sich machen lässt. Ah, dass es genau hier nicht geht, ist natürlich Pain. Hier, wieso? Hä? Habe ich da echt zu wenig Abstand gelassen? So, Rotate Camera, wie war das? Das ist ja fürchterlich hier. Das ist ja. Aber hier kann ich es auch so knapp ziehen. Wieso hier nicht? Okay, ein wenig bescheuert. Okay, das geht auch nicht. Geht's hier? Hier geht's. Also es ging ja, wenn. Da kommt ein Bär. Hilfe! So. Ein paar Dreckstraßen. Wartet, da sehe ich noch was Grünes. Und der Baum hier, der muss weg. Kann ich den einzeln? Kann ich. Cool. Der muss weg. Beziehungsweise, ich glaube, die hier und die hier muss auch noch bitte schön gefällt werden. Wenn wer Zeit hat, ne? Bitte mal. Und der hier. Warte. Der hier? Ja, hier. Habe ich ihn jetzt? Zieh einfach, dann habe ich ihn auf jeden Fall. So. So fürs Erste. Okay, Straßen. Halbwegs haben wir es. Wo war denn jetzt? Hier ist noch so ein Eck. Es wird nicht wirklich besser gerade. Naja. Lassen wir das. Ich habe es versucht. Ich verstehe das System nicht. Nö. Keine Ahnung. Die Roads sind sehr. Ja, gewöhnungsbedürftig. So, winter is coming and your invaluable citizens will want to keep warm. They do this by burning firewood or coal. For starters, let's ensure they have a decent supply of firewood. Build a sawmill to create firewood from lumber. Make sure you have enough lumber and don't forget to assign a woodcutter.
Warte mal, ich bin gerade von der... Hä? Ich soll eine Sägemühle bauen, aber brauche ich nicht zuerst einen Woodcutter oder irgendwas in die Richtung? Sonoma Production, Gatherer, Hunting Lodge, Forester's Hut. Plants and cuts down trees to produce lumber. Ja, ich sollte vielleicht zuerst einen Forester haben. Der ist auch hier abgebildet, nur hier im Text. Es hat so seine Schwächen, das Tutorial. Also, ich habe eine gewisse Aufbaustrategiespielerfahrung. Ich baue zuerst den Forester. Und zwar so ein... der braucht auch eine gewisse Efficiency. Ah, der kann ja selber anpflanzen. Also, der wird doch wohl... Der wird doch wohl, oder? Na gut, da ist halt Felsen. Das ist auch doof. Wir haben einen blöden Startpunkt, weil irgendwohin muss ich ja dann expandieren, außer hier runter. Und dazu brauche ich Gold wahrscheinlich. Ich schmeiß ihn mal den ersten Mal. Der erste ist immer scheiße. Ich schmeiß den mal dorthin. Hallo? Jetzt. Der braucht auch noch seine persönliche Dirt Road. Ich hoffe, ist hier der Eingang? Hier wird der Eingang sein, oder? So. Ach ja, da war ich ja auch noch nicht fertig. Da hat man erst Bäume entfernen müssen. Warte, hier so. Ah, ich sehe ja nichts. So, wait for it. Na, sieht doch gut aus, oder? Sieht doch exzellent aus. So, schauen wir mal, ob das was bringt. So, wir haben Holz, aber kein Feuerholz. Uiuiui. 15 im Monat und wir haben Juni. Was ist denn das für ein Boot eigentlich? Ist nur Deko, aber schön, dass deine Krabbe umfleucht. Ich glaube, ich mache auch noch ein paar Bäume weg. Die hier im Weg zumindest. Den hier. Den hier. Die hier auch. Den hier. Hier ist eh nichts. Den hier. No firewood in stock. Jetzt geht's los. Jetzt wird's kalt. Das ging ein bisschen schnell, Leute, weil der Lumber-Typ ist noch nicht mal fertig. Und wir brauchen ja dann noch die Sägemühle. Produce as firewood. Upkeep 120 Lumber im Jahr. Produziert 800 Firewood im Jahr. Das ist krass. 75 Coins. Richtig teuer. Lumber 15,5 Tools. Nächste Ressource, die... dann gemanagt werden muss. Wo ist denn hier? Wo ist der Eingang immer vorne? Kann ich das drehen? Ah, ich kann Gebäude drehen. Das war auch noch nicht im Tutorial, by the way. Und das ist gut zu wissen, weil so kriege ich denn hier noch so unter. Dann ist er in der Nähe von seinem Produzenten, in meiner Theorie. Ich muss hier Leute einstellen, warte mal. Einen. So, Job and Plant Trees. Macht ja auch beides. Improved Access. Fertilizer, Tree Growth Speed Expansion, Worker Slots plus 1. Kümmern wir uns später drum. Ich hoffe, das geht am Anfang halbwegs. Dann machen wir gleich noch ein paar Ressourcen weg. Hier mal, da mal. Die ist mir auch zu knapp. Was ist das hier eigentlich? Nix. Kann ich das Boot abbauen? Schade. Ich habe es versucht. Und dann ziehe ich noch ein bisschen Weg. Hier lang. Ich weiß nicht, ich mag breite Wege schon mehr. Und dann kann man den hier vielleicht auch... Ja. Schau, wie schön. Now it all makes sense. All of a sudden. Ja, ist doch wundervoll, oder? Ja, wir haben kein Feuerholz, aber wir sind zufrieden mit uns selbst. Das ist das Wichtigste.
Geil. Geiler Shit, Mann. Awesome. Awesome. Es läuft. Kann man die Zeit schneller laufen lassen? Ist das unten ein Zeitschnelllauf-Dingens? Speed up time. Click to pause. Es gibt eine Pause. Geil. Ich mag Spiele, die man pausieren kann. Ja, mag ich. Spiele, die man pausieren kann, sind cool. No fire within stock. Your people are not able to heat their homes. Check your sawmills or build additional. Bin ja dran. So, warte, ich brauche Info. Wie viel... Da steht aber nicht, wie viel produziert ein Forester. Monthly 105, use 30. Aber stand nicht beim... Bei der Sawmill steht 120. Im schlimmsten Fall brauche ich einen zweiten Forester. Und der ist einfach nicht effizient genug. Das kann natürlich sein, dass ich den einfach scheiße platziert habe. Aber ich wollte die Wege ja kurz halten. Weil schau mal, wie langsam die Leute sich... Übrigens, ich baue ihnen Straßen. Und wo gelatscht er lang? Ja. So, okay, wir kriegen das nächste Tutorial. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich habe gerade gesehen, hier könnte man noch den Weg hier herunterziehen. Ne? Das wäre vielleicht ganz cool und so. Weg. Und da ploppt nur diese Pflanze drüber. Okay. So, warte mal. Mit WASD kann ich mich noch fortbewegen. Das hier ging ja auch nicht, oder? Da war... Ja, rund ums Hauptgebäude spackt's. Na gut. Berries and mushrooms aren't enough to keep your citizens fed, happy and healthy. They need more variety. Build a hunting lodge to assign a worker to the hunter profession. Bear in mind that hunters use lumber and iron to create traps and arrows. They can't hunt properly without those. You can gather iron, much like lumber, direct in the world. Aber wär's nicht? Warte mal, das ist Stone? Das ist Iron. Aber wäre es nicht besser, eine Mine oder sowas zu haben für dauerhafte Iron Production? Wäre das nicht... Ich meine, ich bin ja selbst voraus und parkiere dieses potenzielle Iron hier einfach mal, damit das so über Zeit gleich mal mitgenommen wird. Ein paar Citizens haben wir ja, oder? 1064. Hey, wir haben ein neues Children. Oder war doch 1063 am Anfang. Ja, yeah, neues Kind. Und die Happiness steigt. Also alles cool. Alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. So, Production buildings, herbalist, sawmill, forester, hunting lodge. Produces venison and leather. Well-forested areas and wild animal layers boost efficiency. Braucht 60 Iron im Jahr. Gut, im Jahr. Im Jahr. Leute, im Jahr. Produziert ein bisschen Fleisch im Jahr. So. Jetzt ist halt die Frage... Die ganzen Gebäude hier, nehmen sich die Effizienz weg? Warum ist denn die überall so schlecht? Ich bräuchte halt mehr... Ich muss dann so ein bisschen in den Wald reinsetzen, dass er zumindest noch auf 96%. Sind wir wirklich glücklich? Nein. Sehe ich hier was vor lauter Bäumen? Nein. Ich werde jetzt mal die Trees halten, damit ich hier vielleicht eine Straße ziehen kann. Direkt zu dem Dings. Verzeihung. Die ewige Krankheit. So. Bäume wieder an. When you take care of the basic necessities, you will want to expand, grow and advance. Take a look at the various research projects you can undertake in you. Research costs resources and takes time, but it's well worth it. So, schade, dass man hier nicht direkt draufklicken kann, aber gut, man muss das ja auch finden. Okay, da kann ich mir jetzt neue Dinge... Ach,
Du Schan... Was? Was ist denn das hier? Und da geht nach rechts auch. Was? Ach so, ich scroll dann so durch. Okay. Der ist nicht klein. Wow. Fisherman, 25 Gold, 20 Lumber Quarry. Wir brauchen sowieso alles, ne? Ich mache nur Clear Path. Increase Herbalist's Heart Efficiency if near Forest's Heart. Sehr süß. Ich mache mal den Fisherman, weil mehr Nahrung ist mehr Survival. Tut er jetzt? Ah ja, der tut. Er tut langsam 7 Days to die. Er tut langsam, aber er tut. If your town is running smoothly, you can afford to speed up time somewhat. Use the time controls to speed up, slow down or even pause space. Läuft. Ah, jetzt habe ich den Rest nicht gelesen. Ich war zu schnell. You now have the basics of governing your quaint little community. Take care of your citizens and your town will prosper. Ignore their pleas and you can expect trouble. Good luck, Petra. Das war das Tutorial? Das war alles? Ich fühle mich unvorbereitet. Oh mein... Ja, es wird schon, ne? Wir könnten vielleicht mal einen einstellen, der uns auch dieses verdammte Feuerholz produziert. Scheiße. Upkeep 120 stresst mich noch irgendwie. Laut dem brauchen wir nicht so viel. Oder war das pro Jahr? Ach, im Jahr. Und hier ist im Monat. Rechnen, Toto, rechnen. Expansion 1. Die wurden auch nicht erklärt, aber gut, wir kriegen das schon raus. Es ist halt alles sehr teuer. Abgib minus 15%. Für sehr viel Gold. Und es pisst. Es pisst wie Sau. Production Job. Worker Slots plus 1. Ich gönn uns das mal. Improved Access. Plus 15% auch nicht schlecht. Fertilizer, Tree Growth Speed. Auch nicht schlecht. Zwei Tools. Wir produzieren noch keine Tools. Also ich bin da mal vorsichtig, aber ich stelle hier noch ein. Wie viele Leute kann ich überhaupt einstellen? Wo sehe ich denn wer wo? Occupied 5. Ja, Family 5. 10 Adults. Aber sehe ich auch irgendwo, wie jobmäßig ausgelastet die sind? Irgendwie ist die Zufriedenheit gesunken. Vielleicht, weil sie kein Feuerholz haben. Aber das müsst ihr bald mal... Research done. Hier war das teuer, ne? Worker Slots plus 1. Reduce Garbage. Achso, das abgibt. Okay, Mechanization. Production 20%. Auch nice. Ja, es regnet und sie haben nichts zum Heizen. Ich verstehe schon, dass das jetzt nicht sehr... Ich hätte vielleicht einen Jäger auch einstellen sollen, ne? Ups. Na gut, noch ist keiner verhungert. Glaube ich. Und der braucht jetzt Iron. 60 im Jahr. Das ist... Expansion 1, Workers Lost Platz 1, Trapper Training, im Winter 25 mehr, also Prozent mehr Produktion, Expert Skinning, mehr Leder, Venison plus 20, das klingt auch gut, aber ist alles relativ teuer. Na Gott sei Dank regnet es nur kurz hier. Ich würde gern Felder anlegen, ich finde das so essentiell. Farms. Town Center must be upgraded to Gathering Hall. Okay, habe ich noch nicht. Production Buildings. Da haben wir was Neues, nämlich den Fischer. Produces Fish and Crab. Find better fishing grounds for greater efficiency. Oh, es gibt natürlich... Warte mal, das hat 60 Coins Upkeep im Jahr. Wie kriegen wir Steuern? 75 im Monat. Okay, das... Warte mal. Steht da gerade, wir produzieren die Hälfte von dem, was wir verbrauchen? Oder lese ich das gerade falsch? Scheiße.
180 im Jahr. Insulation ist was? Firewood und Co. Upkeep minus 25%. Mhm, könnte man senken. Residenz 4 von 6. Wie viel Firewood braucht ein Haus im Jahr? Sehe ich das nur in der Gesamtung? Das Monthly Use 2. Ähm, 800 im Jahr ist wie viel im Monat? Was ist 800 durch 12? Sind so ein bisschen mehr als 5, ne? So 6 Stück um den Dreh, ich habe keine Ahnung. Und der verbraucht langsam Iron. Aber es ist, es zählt alles als Food. Also Venison zählt als Food, Fisch und was hatten wir noch? Bären. 82%, verdammt, ich habe den gesenkt. Expansion Run Worker Slots, Larger Baskets Production. Aber ich kann das wieder ausgleichen. Warte, das mache ich, das kann ich mir leisten. Behaupte ich jetzt einfach. Ich brauche das. Ah, da kann man jetzt auf die 2 upgraden. Das ist nice. Oh, warte. Production ist nicht Efficiency. Ach so. Nicht für ein Topical. Okay. Quantity 577. Ich glaube, das habe ich verändert. Kann das sein? Okay, wir produzieren. Nachdem was da steht, sinkt aber auch die Nahrung. Freunde, das ist jetzt nicht so geil. Grad. Bleh. Das ist ja ekelhaft. War es nicht schön kühl im Mittelalter? Es ist ja wie da draußen. Strawberries sollen das sein. Die sehen aus wie Karotten plus Paprika. Ich bin mir nicht sicher, Paprika, was da rauskommt. Expansion. Es ist alles so teuer und meine Nahrung sinkt. Sollen wir versuchen, einen Fischer zu bauen? Aber ich gebe ja auch schon mehr Gold aus, als ich reinkriege. Irgendwie. Wir spielen auf quasi easy, ne? Also so ungefähr easy. Da war der Fischer. Sehe ich denn überhaupt? Wie ist der zu verstehen? Verkehrt rum. Ah. Also so kann ich den bauen? Aber ich sehe die Effizienz ja gar nicht. Gibt's hier? Doch, ich sehe da Fische. Probier das mal. So, wir gönnen dem natürlich auch eine Straße, ganz klare Sache. Dieses ewige Raspelgeräusch hier. Oh, das war jetzt ein bisschen. Kann ich das eigentlich wegmachen? Nee. Ah, ist egal, das sieht niemand. Außer mir. Die latschen halt überall, außer auf den Straßen, die ich mache, oder? Ja, schau. Die latschen halt überall, außer auf den Straßen. Das ist voll sinnlos. Ich merke auch nichts davon, dass sie da schneller oder irgendwas wären. So, weil ich hier nicht kann, mache ich hier dann noch Straße. So. So ungefähr. Ich hätte gerne eine Möglichkeit. Fertilizer, Tree Growth Speed.
Er lässt hier überhaupt keine wachsen, ne? Doch, hier. Hier sehe ich welche. Komm ins Tools. Ah ja, da war das Problem. Wir haben doch keine Tools. Ist auch interessant, dass das Tutorial wirklich nur so ein ganz kleiner Schritt ist und dann kriegst du überhaupt keine Hinweise mehr. Road Sign Number One. Ja, das braucht immer ein Plätzchen hier irgendwo, ne? Das muss auch gebaut werden. Ich stelle mal ein paar auf. Ich habe keine Ahnung, ob wir das überhaupt bemerken würden. Wir probieren es einfach mal. Da und dort eins mal einfach hinknallen. Wo sehe ich denn jetzt, wie viele Leute wir haben? Worker 4. Aber ich hätte gerne eine Übersicht, wie viele verfügbar sind, wie viele beschäftigt sind und wie viele wir insgesamt haben. Sehe ich das nirgends? Carrier 0 von 1. Ach, kann ich beim Depot einen Carrier einstellen? Stock? Nope. Kann ich hier einen Carrier einstellen? Und was ist das hier? Kann... Choose a Decree. Not researched. Und für was ist dieser Einfluss gut? Also die Road Signs werden ja echt mal langsam gebaut. Ich bin hart am struggeln. Wir verlieren Nahrung. Wir haben zwar jetzt Firewood, aber dafür Nahrung. 60 zu 111. Das ist ja fast die Hälfte, was wir noch produzieren. Ich glaube, ich muss die... Ich muss hier noch investieren, ne? Ich mach das mal. Hat sich noch nichts geändert. Vielleicht dauert das ein bisschen. Ich kann jetzt alle Coins da reinwerfen. Fertilizer, Improved Access. Ich hätte gern alles, aber schwierig. Na gut, wir kriegen theoretisch einen Fischer. Ich habe 10 Erwachsene. Hallo, Herr Drachma. Grüße dich. Alter, was ist da? Oha. Da gibt's schon ein paar Tabak. Tabak gibt's auch? Okay. Fine Garments. Oh, es ist rausgekommen. Nö, es ist die Demo. Es ist noch nicht released. Es ist nur die Demo. Aber schön, dass du das schon kennst. Wir spielen hier gerade die Demo. Ich weiß nicht, bis wohin die geht. Ob es da einen Stopp gibt. Wir schauen einfach mal. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Es hat so... Banished feels ein bisschen. So, wir haben einen Fischer. Ich brauche mehr Nahrung. Das sinkt und sinkt und sinkt. Ich stelle jetzt einen ein, der hoffentlich 315 Fisch im Jahr. Im Jahr? Der fischt nicht einmal einen Fisch am Tag? Was ist denn das für ein Fischer? Der arbeitet sonntags nicht, oder was? 300 im Jahr. Ich brauche halt... Ich brauche 51 Stück im Monat. Wie viel ist denn das? Nix. Scheiße, wir verhungern. Jetzt schon. Ich spiele hier auf echt nicht schwer. Workers Lads plus 1. 50 Gold. Study Nets. Production plus 30%. 3 Tools, 50 Gold. 30% Production sind gut und schön, aber ein Worker mehr gibt plus 100% Production. Richtig. Dann nehme ich nämlich das jetzt für 50 Gold. Stelle noch einen ein. Und dann müssten wir 600 Fische im Jahr machen.
Not enough workers. Fuck! Ja, aber mehr Workers brauchen ja dann wieder mehr Nahrung. Ja, aber... Kann ich nicht die Kinder hier arbeiten lassen? Was ist denn das für ein Spiel ohne Kinderarbeit? Ich habe halt keine Übersicht hier. Und wo kann ich einen Carrier einstellen? Ich kenne das Gebäude nicht. Hier steht Worker 2. Sind das die, die ich zur Verfügung habe? Dann hat er ja gerade gelogen. Number of Carrier. Carriers are specialist workers dedicated to carrying resources around the town to from the warehouse and production buildings. Ich stelle den jetzt ein. Ich habe keine Ahnung, wo der arbeitet. Wir haben ja plötzlich Workers hier. So, Fisherman 2, Hunter 1. Kann ich vielleicht noch einen Hunter anstellen? Gatherer Hammer 2. Wir schauen jetzt mal, was überhaupt am meisten bringt. Im Fall der Fälle, ich habe 36 Nahrung und es ist August. Fuck. So, 630 Fische im Jahr. Warum reicht denn das nicht? Hier steht immer noch 60 zu 111. Hä? Ist Fisch keine Nahrung? Upkeep 120. Scheiße. Ich. Also entweder bin ich pleite oder am Verhungern. Wie spielt man dieses Spiel überhaupt? So, wir haben hier Wild Fruit. Ich will es nicht pausieren. Different Wild Fruit, bla 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 bla. 716 im Jahr. Da ist auch so viel, da liegt es ja rum. Es liegt hier, es wird noch nicht abgeholt. Ist das das Problem? Hier liegen auch zwei Fischlinge hier. Aber ich, kann das sein, dass das das Problem ist? Das ist hier einfach verrottet. So, und der Jäger, der hat nichts rumliegen. Der verbraucht nur langsam aber sicher mein Eisen. Ich habe Fragen. So, der produziert 256. Warte mal. Der jagt nicht einmal ein Viech. Der arbeitet. Der hat quasi jeden dritten Tag frei, oder wie? Fast. Expansion 1. Worker Slots plus 1s. Trapper Training. Das ist halt alles teuer. Venison Production 20%, 75%. Ich kann nicht mein ganzes Gold da ausgeben. Tools 3. Warte mal. 101 Nahrung. Jetzt haben wir doch plötzlich Nahrung reinbekommen. Aha. Das heißt, das, was hier steht, lügt jetzt, dass wir mehr verbrauchen, als wir produzieren. Okay. Okay, ich nehme es einfach mal zur Kenntnis, ja? Und schau mal, die latscht lieber so. Ich habe keine Ahnung, wie und warum. Vielleicht für das Road Sign oder so. Die latscht lieber so querfeldein, statt die Straße zu benutzen. Und die latschen extrem langsam. Schau mal, die latschen auch hier überall lang. Ich glaube, ich muss um das Ding auch noch eine Straße bauen. Wenn die da lang gehen. Du musst den Menschen die Straße dorthin bauen, wo sie sie haben möchten. Sonst, man kennt es aus dem realen Leben, sonst bauen sie ihre eigenen Straßen. Es ist einfach so. Das Lager sieht ganz hübsch aus, wenn auch sehr unpraktisch. Nicht sonderlich geschützt vor Wind und Ratten. Aber hey, ich sag mal nichts. Ich finde das Town Center aber sehr hübsch, mit dem Blümchen hier vor allem. Ganz nett. Die Musik. Ich habe das Gefühl, es ist die ganze Zeit dasselbe Song. Täuscht es? Auf Dauer? Ich hoffe, da kommt noch mehr. Vielleicht auch was ohne Dudelsack. So. Gut. Die ist jetzt bei dem Road Sign. Bewegt sich die hier gerade schneller? Nö, oder? Ich merke es nicht. 5% war das, oder? 5% ist halt auch ein Scheiß. Das bringt überhaupt nichts. 5%, das ist... Vor allem das eine hier wird immer noch gebaut seit wie vielen Ewigkeiten. Da arbeitet wahrscheinlich dieses eine Kind dran, macht so einen halben Hammerschlag im Jahr.
Aber hey, wir sind als Happiness 100. Heilige Scheiße. Ja, durchgespielt. Fertig. Nächstes Spiel. Passt. Geil. Ha. Happiness 100. Durch nichts tun. Jetzt ist die Nahrung wieder gesunken. Ich verstehe es halt nicht. Weil hier doch jetzt mal einer das Lager ausgeleert hat. 80 Münzen. Alles so teuer. Sponge and One. So, der produziert ja immerhin auch Leder. Trapper Training. Das haben wir vorher schon angeschaut. Da hätte ich gern das hier. 20%. Also ich hätte gern so, wenn der Winter kommt und wir haben immerhin schon August, da sollte man sich Gedanken machen. Bei 29 Grad, wo das Hirn schmilzt. Ah, wir sollten da. Ja. Sponge and One. Worker Slots. Holz bleibt auch so ungefähr auf dem niedrigen Niveau, wo wir es schon hatten, ne? So, 456 im Jahr. Das ist, glaube ich, gut. Ja. Da hat sich schon was geändert. Weil der pflanzt auch Bäume. Das finde ich ganz gut. Aber ich weiß jetzt nicht... Was wäre jetzt so mein großer Schritt? Und ich finde es übrigens schade, dass der Fischer mit dem Boot nicht rausfährt, dass man hier gar keine Animationen oder irgendwas hat. Ich weiß nicht, wie klein das Entwicklerteam ist, aber so... Die Gebäude und so sind ganz nett, auch wenn die Auflösung eher so dezenter Mist ist. Entschuldigung, aber wir haben halt 2021, ich habe hohe Ansprüche. Ich habe auch so ein bisschen FPS-Sprünge. Oder liegt es jetzt im Regen? Ist gar kein Regen. Und schau mal, wenn ich rauszoome, ist Gatsch. Jetzt ist Nacht. Wir haben zum ersten Mal Nacht in dem Spiel. Es gibt Nacht. Jetzt kommen die Wölfe. Warum wird denn das Ding hier nicht gebaut? Waiting for a worker to build. Worker 1. Wo ist denn der? Was tut denn der? Ah, schau mal. Wir produzieren jetzt fast so viel Nahrung, wie wir verbrauchen. Scheiße. Warum? Kann nicht einer von denen mal erwachsen werden? Oh, warte mal. Wenn das Kinder sind, brauchen die dann wirklich ein Jahr, bis sie erwachsen werden? Und sind das hier... Das sind Schwammerl. Cool, die wachsen einfach so auf meiner Straße. Ja, schön. Kann ich die einfach abernten? Nein. Schade. Wenn ich keine Workers mehr habe, heißt das, ich kann auch keine Steine abbauen? Da, die hat einen Hammer. Die hat doch einen Hammer. Die macht das jetzt für uns. Komm schon. Mädel, los. Du kannst es tun. Du schaffst es. Ja, Mann. Tu es. Man kann ja leider die Leute nicht anklicken. Ich habe keine Ahnung, wer was macht, wer welchen Job hat. Nein. Doch. Und? Ja. Sie kniet sich hin, betet den Gott des Wegschilds an. Wie heißen die Dinger? Road Signs? Was heißt das auf Deutsch? Wegweiser. Sie betet zum heiligen Wegvisier und kloppt aber der Balken hier, geht nicht nach oben. Wahrscheinlich gleich so, zack, fertig. Ja. Gut, wir haben inzwischen September. So ein Schild, schwierig. Es liegt nicht am Holz, es liegt nicht am Hammer, es liegt nicht am Schild selbst, es liegt dran, wir haben die Schrift noch nicht erfunden. Das sind alles Analphabeten, die wissen nicht, wie sie den Weg weisen können. Sie versuchen es erst mit Zeichen, die sie hier einritzen, mit dem Hammer, das dauert natürlich entsprechend. Deswegen ist es so schwierig, es dauert halt sehr lange. Was tut die da?
die rammt diesen Pfosten so tief in die Erde, dass kein Sturm den jemals... Ja, schau, jetzt steht immer noch nichts drauf. Und sie hat jetzt... Ach so, aber sie hat sofort gewechselt auf Pickaxe. Ich hoffe, die verbraucht keine Tools, wenn sie sowas macht. Sieht aber nicht so aus. Sie ist unsere eine Workerin, die wir übrig haben. Und ich habe keine Ahnung, wie wir denn an neue kommen. Theoretisch könnten die Leute hier Kinder machen, aber sie tun es nicht. Schwierig. Da, was die alle fressen, wo habe ich denn Bohnen her? Weizen und Bohnen? Was ich alles hab. Weizenbohnenfisch. Hey, schau mal, so schlecht geht's denen nicht. Was ich alles hab. Was ich meinem Volk gönne. Ey, so viel Essen hab ich nicht zu Hause. Pork. Wo bitte haben denn die... Ich glaube nicht, dass unser Jäger Schweine jagt. Und die Bäume sind ein bisschen hässlich, ja. Ja, da müssen wir schon mal... Da müssen wir noch mal drüber reden. Vor allem, dass die sich so furchtbar auflösen. Ich spiele auf maximale Einstellungen. Glaube ich. Oder? Geht da doch irgendwas? Video, hi, hi. Da geht nicht mehr. Ich müsste jetzt nochmal Banished aufmachen, so parallel zum Vergleich, aber ich habe das Gefühl, es war schon mindestens so hübsch. Was mich an Banished erinnert, ist die UI. Jetzt fällt mir erst richtig auf. Die war nicht ganz so gut wie hier, aber Banished ist immerhin schon ein paar Jährchen alt. Wann kam Banished raus? 2013? Lass mich gehen. Ich weiß es nicht mehr. Banished. Habe ich 27 Stunden gestreamt. Ah, gespielt. Gestreamt nicht. 14. 2014. Ja. Könnte ich mal wieder. So ein Hündchen. Banished. Hm. War ein nettes Game eigentlich. Man hat irgendwann immer dasselbe gemacht, aber war nett. Man könnte es mal so auf extrem schwierig oder so. Einfach mal gönnen und Leute verrecken lassen. So, unser Lumber steigt leicht, auch wenn hier wieder steht, dass es sinkt. Unsere Nahrung hält knapp die Waage, würde ich behaupten. Gold kriegen wir, ich glaube, ganz langsam rein. Auch wenn überall steht, dass wir Minus machen. Wir brauchen ein Iron im Monat. Ich verstehe die ganzen Statistiken nicht, das tut mir leid. Habe ich da irgendwo... Der Town Hall, war das komische Ding? Wir müssten Forschung betreiben, ne? Das wäre vielleicht was. So, Research. Den Fischer haben wir gemacht, mit dem sind wir nicht so super zufrieden. Clearpaar. Aber für den Herbalist. So, da gibt es Mine. Coal and Iron Mines. Die müssen wir aber erst freischalten mit Quarry. Okay. Ich will hier mal hier runter, aber es geht ja rüber. Small Park. Toolsmith. Carpenter's Hut. Small Statue. Ice Fishing. Ha, lol. Ich habe ein bisschen Angst vor der Food Production im Winter, muss ich gestehen. The Food Production Policy increases the efficiency of fields, orchards, ranches, gathering huts, hunting lodges and fishermen huts. 200 Coins. Ich mache mal den Fisherman's Hut. Ah, nein, den habe ich schon. Warte, ich mach mal... Ich brauche den Cleared Path, aber ich habe das Gold einfach nicht. Ich brauche das für Ice Fishing und Food Production. Trucking Prey. Das ist auch gut. Achso, das geht nur, wenn der Forest in der Nähe ist. Construction Goods. Enacting the policy increases the production in quarries, coal mines, iron mines, forester huts, toolsmiths und brickworks. Bricks gibt es also später auch. Gut, so ein bisschen Mine. Die Mine will ich. Und wie komme ich jetzt an ein Feld? Ist das erst hier oder bin ich blöd? Was muss ich nochmal forschen für ein verdammt normales Feld einfach? The little things, was ist das? Increase peasant general happiness in the close shop radius. Oh, das ist süß. Gathering Hall. Da ist die erst.
Additionally, allows the planting of wet fields and apple orchards and the construction of ranches to herd chickens. Ja, aber das ist ja... Das ergibt aber keinen Sinn. Ich kann hier schon Felder verbessern, aber hier kriege ich sie erst. Okay. Wir machen mal Quarry, ne? 30 Gold, 20, 15. Ja. Fortschritt muss sein. Ich meine, das kann ich mir noch so, gerade so leisten. Und dann müssen wir mal schauen. Das Problem ist halt, Steinbruch, Mine, das sind alles Dinge, die brauchen Arbeiter. Die brauchen potenziell Tools, die brauchen Nahrung. Oh, es ist Herbst, September. Schau mal, die Bäume. Die Bäume haben Herbstfarben. Das ist ganz süß. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Mine. Ich brauche die Mine noch nicht unbedingt. Ich bräuchte halt erstmal Nahrungssicherheit. Es schaut inzwischen ganz gut aus, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich bräuchte mehr Arbeiter. Ah, warte, jetzt haben wir ein weiteres Kind. Jetzt haben wir 5 Kinder. Aber es ist noch keiner jung oder erwachsen geworden. Ich bin mir nicht sicher, bis zu welchem Alter man was ist. Das steht nirgends. Und ich kann ja die Leute nicht anklicken. Also ich sehe ja auch nirgends. Ich sehe ja auch nirgends. Game Status Window. Tunnel. Additional Panels. Warte mal. Residence. Not available in Demo. Ah. Da wäre es gewesen. Okay. Gibt's noch nicht. Kommt noch. Gut. Dann beschwere ich mich jetzt nicht drüber. Es ist zumindest die Planung. So, Minimapanel eh aktiv. Das kostet alles mega viel. Also das sind so Policies, die man erlassen kann. Ein bisschen so Civilization-mäßig tatsächlich. Also ich finde es gut. Oh. Die Blätter waren jetzt sehr schnell herunter von den Bäumen. Das sieht mega traurig aus. Was zur Hölle? Okay. Wow. Oha. Einfach mal der ganze Wald einfach weg. Da ist ja Factorio eine Schönheit dagegen. Ui. Was ist denn das? Sieht aus wie so... In Forest würde man diese Höhle jetzt erforschen wollen. Das sind ja Gänse. Enten sind das. Enten, Entschuldigung, Enten. Natürlich sind das Enten. Ich würde gerne eine Brücke rüberbauen, aber das ist so teuer. Wobei, da ist der Agrobär. Nicht, dass der wieder rüberkommt. Schade, dass man Felder erst so spät kriegt. Ich weiß, ich könnte schneller machen, aber ich bin da immer so, ich spiele meistens so auf Standardschwierigkeit. Wenn man zu schnell macht, ist es auch schlecht. Ich bin mir noch nicht sicher. Eine Quest? A ship has sunk off the coast of our fair city. We should send a search party and see what they can find. Organize a search and a rescue party. Focus on helping any survivors. Ja, neue Einwohner! Adults, 3, children, 5. Peasants and laborers, immigration, minus 20. Merchants and gentry, immigration, 30. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Muss ich so viele Leute schicken, weil die habe ich nicht? Send a party and search for any goods floating around. The town needs anything we can retrieve. Lumber, potato, hazelnut. Also ich kann mich quasi entscheiden. Und ist das die Belohnung? Ich krieg 3 Erwachsene und 5 Kinder.
Und hier ist das die Belohnung? Dann würde ich aber tatsächlich die Erwachsenen nehmen, weil ich brauche Workers. Ah ja, ich habe tatsächlich 3 Erwachsene bekommen. Das heißt, wir haben jetzt 8 Familien. Scheiße, jetzt brauche ich 3 neue Häuser. Housing Shortage. Okay, jedes Ding hat so seine... Eins, zwei, drei Häuser. Ich baue die mal hier runter. Eins, zwei. Noch ist es relativ egal. Rose. Hier kann ich... Ah, doch. Nein, nein, nicht hier. Warte. Hier? Das war richtig, okay. Und die geht aber hier hin zu dem Gebäude. War auch gut zu wissen. Ich habe hier die Straße gebaut und sie geht hier hin. Ah. So. Eins kommt noch hier hin. Da würde ich den Weg noch erweitern. Und hier wollen wir auch noch einen haben. Da latscht eh schon einer ran. So. Da geht auch noch was. Und den habe ich wohl verkackt für alle Zeit. So, ja, ja, ich baue schon eure Häuser. Oh Gott. Ach so, jetzt... Hä, jetzt essen sie auf einmal weniger. Die fasten im Oktober. Das ist ein Fastenmonat. Cool. Finde ich gerade gut. Ich traue der Übersicht einfach nicht. Hm. So, und da wir... Aber müssten wir jetzt nicht mehr Workers haben? Weil wir ja welche bekommen. Kann ich hier noch eigentlich Road bauen? Aber nur bis zum Schild. Keinen Schritt weiter. Das steht jetzt ein bisschen blöd hier, aber... Was willst du machen? Hier auch noch eine. Okay, das ist ein bisschen dämlich, das System. Dann machen wir es halt so. Sieht ein bisschen besser aus, finde ich. Okay, es wird gebaut, es wird gebaut. Es geht voran, wie manch einer sagt. Jobs Board. 4 Workers habe ich. Ich kann jetzt einen zweiten Carrier einstellen. Ich weiß nicht wieso. Aber ich glaube, es ist eine gute Idee. Ich hoffe, der fehlt jetzt nicht beim Hausbauen, aber theoretisch bauen ja nur 2 hier einer und hier einer. Und das ist schon fertig, siehst du mal. Wir müssen nur bedenken, mehr Häuser brauchen mehr Feuerholz und natürlich auch mehr Nahrung. Also eventuell müssen wir uns da noch um Dinge kümmern. Oder wir erweitern unsere bestehenden Nahrungsproduzenten. So, wie war das jetzt nochmal? 630 Fisch im Jahr. Also 315 pro Fischer. Ich wollte das nochmal vergleichen. Der macht 255, also macht weniger. Und das Ding hier... 762, also der macht 300... Eigentlich ist der Gatherer tatsächlich am besten. Vor allem, wenn ich den noch ausbaue, was ich jetzt sofort mache, fully upgraded, jetzt macht er 800, der macht jetzt über 400 pro Worker und ich kann noch hier einfach einen weiteren Worker reinstecken. Ich glaube, das lohnt sich, auch wenn ich jetzt kein Gold mehr habe.
dürfte ich jetzt zumindest keine Nahrungsprobleme so schnell mehr haben. In meiner bescheidenen Rechnung. Ob die aufgeht, weiß ich nicht. Aber es sieht erstmal gut aus. Die Frage wäre halt noch, wie komme ich an Eisen, wenn keins mehr rumliegt? Gibt es keins mehr? Das war so als Frage formuliert. Weil hier sehe ich spontan keins. Brauche ich dazu eine Mine? Wo kann man die Mine bauen? Ich muss ja die Eisenmine erst erforschen. Was ist das hier eigentlich? Ist das natürlich im Ursprungs? Ich hätte auch gerne die Brücke, aber die kann ich mir nie im Leben leisten. Und es pisst wieder. Tja, was ist so euer Eindruck bis jetzt vom Spiel? Es hat definitiv Tiefgang. Aber irgendwie noch nicht sehr... Es wirkt noch nicht sehr ausgereift. Das Ganze. Es wirkt noch ein bisschen, ein paar Dinge, ich weiß nicht, wieso kriegt man Felder so spät? Und wie komme ich an so viel Gold? Oder muss man einfach immer schnell Durchlauf hier machen? Und, oh, ich habe Angst vor dem Winter, gebe ich zu. Ich glaube, wir sind jetzt nahrungssicher, Firewood weiß ich nicht, laut dem, was da steht, schon. Ich glaube, ich mache es einfach mal, wir probieren es. Wir probieren einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich spielen kann in der Demo. Zweifache Geschwindigkeit, fünffache, zehnfache. Ja, jetzt herrscht da mal Geschwindigkeit, mein lieber Schwan. Da geht ja richtig was. November? Wir müssen nur ein bisschen die Ressourcen im Auge behalten. Und das Gold natürlich. Oh mein Gott, es schneit. Warum ist die Palme hier umgeplumpt? Ach so, weil das im Einflussradius ist. Okay, ja, verstehe. Oho, es schneit. Ich mach mal zurück auf fünffach, sonst ist es mir, glaube ich, doch zu schnell. Okay, es ist sehr winterlich. Hier am Palmenstrand. Ich sehe nichts mehr. Es wintert so sehr, dass ich einfach nichts mehr sehe. Ich finde es cool, dass die Dächer schneebedeckt sind, wenn auch nur teilweise. Grundsätzlich ist es cool, dass sie das sind. Ich finde es auch schön, dass hier so dezent dran steht, Forester. Mich würde interessieren, was jetzt mehr oder weniger produziert. Ob jetzt der Fischer wirklich ineffizienter ist. Nach dem, was da steht, ist es nahrungsmäßig jetzt ein bisschen knapper. Unser Gold steigt leicht, das finde ich gut. Minus 1 Grad. Keine Ahnung, wie sich das auswirkt. Oder vielleicht wirkt sich es auch nur auf die Landwirtschaft aus. In Banished war es ja so, du musstest zusehen, dass du die Felder im Herbst abgeerntet bekommst. Damit du alles einlagerst vor dem Winter, weil dann ist es weg. Einfach lost forever. Unser Firewood ist ein bisschen knapp. Das ist... Aber warum ist das eigentlich so? Improved Access. Ich habe ja genug Holz. Also liegt es eigentlich hier in der Produktion. Die könnte ich erhöhen, die ist aber richtig teuer. Ich kann einen Worker Slot hinzufügen. 120 Lumber im Jahr. Das müsste ja gehen, oder? Wie viele Workers habe ich? 2. Ist jetzt halt nicht viel, was ich da habe. Ah, jetzt geht's aus schon. Es geht wirklich gerade aus, das Feuerholz. Hört doch mal auf, alles zu verfeuern. Der hat 5, hallo, der hat 5 Holz im Haus. Die haben ja alle eingelagert bis zum... Der hat 2, okay. Der hat auch nur 2.
Die haben gerade zufällig alle geholt und jetzt haben sie bis zum Ende des Jahres. Es ist Ende des Jahres. Firewood in Stein! Was ist das hier eigentlich? Lumber. Ja, damals, da hatten wir, ne? Da hatten wir. Stone, Iron, Tools, Firewood. Das ist also der Winter. Das heißt, du musst schauen, dass du übers Jahr genug produzierst. Weil im Winter wird es dann... Die Kohle wäre halt die Lösung, ne, für das Problemchen. Leder brauchen wir noch für nichts. Wolle haben wir noch nicht. Gloves. Das verstehe ich nicht. Das hier verstehe ich auch alles nicht. Es gibt Pepper. Krass. Okay, die haben wir mal durch eine Quest bekommen und dann waren sie weg. Verstehe ich. Tomato, Weizen. Haben wir anscheinend auch mal reinbekommen. Deswegen war der kurz da. Blackberries. Die werden gesammelt. Mushrooms auch. Da ist der Verbrauch jetzt auch. Ah, es wird weniger gesammelt im Winter. Da sieht man Strawberries. Gibt es natürlich im Winter auch nicht. Das ergibt leider Sinn. Pork. Haben wir auch. Haben wir das alles durch eine Quest reinbekommen? Ui. Ja, Winter ist echt hart. Nur Fisch. Fisch läuft. Fisch. Beste. Krabben. Hat es nicht geheißen, dass der Fischer auch Krabben sammelt? Set Crab 10.000? Keine Ahnung. Alter, es gibt schon ziemlich viel hier. Cider, Wine, Beer, Jewelry, Corn. The King sends his regards. Sire, the King has sent over a ship full of goods for our fair city. He is clearly pleased with us. Most excellent, please notify that the King that we accept the gift. Lumber 44. Echt jetzt? Von allem, was der schicken kann, schickt uns der scheiß Lumber? Das Einzige, was ich habe, sein er. Oh nein, die frieren alle. Mechanization 1. Komm, ich mache das jetzt. Ich brauche es. Es ist sauteuer, aber für unser Volk ist keine Investition zu viel. Hoffe ich. Der erste Winter in Banished ist auch immer hart. It is winterly. Meine Sägemühle produziert jetzt 960 Firewood im Jahr. Ich hoffe, das ist besser. No Firewood in Stock. Wir haben Februar. Minus 3 Grad. 13 Stück, ja Mann! Abgib 15%. Expansion 1. Da haben wir Expansion 1. 70% Efficiency. Ich könnte halt diese... Ja, das kostet alles Tools und Tools haben wir noch nicht. Andererseits, es kostet nicht viele Tools. 216 im Jahr. Hat sich jetzt nichts geändert, ne? Ich mach mal das auch noch. Hat sich. Okay, das dauert immer ein bisschen. Die frieren alle. Warum? Aber so richtig krasse Auswirkungen hat es noch nicht. Vielleicht, weil es immer wieder kurz reinkommt. Vor allem, wie können denn alle plötzlich frieren? Die hatten ja vorhin unterschiedlich viel. Ich finde es aber geil, dass wir 100% Happiness haben, auch wenn die Leute frieren teilweise. Lol. Wow.
Nahrung hält die Waage. Oh, Firewood. Scheiße. Soll ich denn noch einen einstellen? Aber ich habe Angst, dass unser Lumber... Ah, 144. Wir haben es sehr leicht gesteigert. Aber der braucht ja... Er braucht ja fast alles an dem Holz. Man müsste echt Reduce Garbage auch noch machen. Expansion. Ich mach das mal. 15%. 10% sind 12. Das heißt, wir brauchen 18 weniger. Es ist ein bisschen was. 150 Coins. Ist es nicht wirklich wert, aber ich habe gerade Coins. Also gebe ich die mal aus. In der Regel lohnt es sich ja, Gebäude zu verbessern. Damit halt irgendwie irgendwas ein bisschen besser geht. 10 Tools ist ein bisschen viel. Na, solange wir die nicht herstellen, kann ich sowas nicht machen. Wir sollten uns vielleicht nochmal um Forschung bemühen. Die waren ja nicht so teuer. Geht wirklich. Construction, kurz, was war das nochmal? Increases the production in quarries, coal mines, iron and forester huts. Um 20%. 90 Coins. Ja, komm. Let's go! Irgendwie ist zumindest Geld kommt rein. Unscheinbar aber doch. Wir haben übrigens März. Jetzt soll es ja langsam besser werden, oder? 2 Grad. Yay, geiler März. So, Firewood haben wir auch wieder bekommen. Und Firewood in Stock. Alter! Kann es jetzt bitte Frühling werden? Research dann. Ja! Es ist grün! Na Gott sei Dank. Housing Shortage, was? Wir haben 16 Erwachsene. 8 Familien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben doch 8 Häuser. Ja. Rehousing Shortage. Some of your families have nowhere to live. Aber ich habe 8 Häuser. Und die sind teilweise gar nicht so krass besetzt. Ich wollte eigentlich gar nicht unbedingt jetzt die Häuser hier ausbauen. Da ist einer drinnen in dem Haus. Da sind 7 von 6. Okay. Ich frag nicht. Ich baue ich halt ein Haus, ja. Bauen wir mal ein Haus zur Abwechslung. Brauche ich jetzt wirklich 2 Häuser? Sunken Ships? Wieder mal. Okay, also diese Quests wiederholen sich anscheinend auch. Also wir können mehr Leute kriegen, die brauchen wir gerade nicht. Ich gönne mal den Pepper. In dem Fall. Wir haben gerade neue Erwachsene, mit denen muss ich erst klarkommen. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu schnell. Also hol ich mal den Pepper, den die wahrscheinlich wie nichts verbrauchen werden. Hat das eine Haus jetzt ausgereicht? Da wohnen jetzt 2 drinnen, okay. 9 Häuser, 8 Familien. Wieso brauchen 8 Familien 9 Häuser? 9 Häuser. Welche Familie ist da so gierig? Nun gut. Ich mach mal langsamer. Machen wir mal zweifach. Das Jahr nutzen. Wir haben 15 Grad, es ist Spring. Was können wir jetzt tun? Es gibt einen Watchtower. Ensure safety within its radius. Dogs, animals trading with the mainland. Ich habe noch nicht wirklich was zu traden. By the way, ich brauche eine Mine.
Farms geht noch mit Production. Was macht denn der Herbalist? Gathers herbs used by citizens to stay or get healthy. Or quality herbs can be found in well forested areas. 80 herbs im Jahr. Quarry produces stone. Efficiency depends on the ore richness in the ground. Die werden wir später bestimmt noch brauchen. Beautification haben wir noch nichts, müssen wir alles erforschen. Roads and bridges, large stone bridge, stone bridge. Stone Road gibt's auch. Large wooden bridge. Ja gut. Wir müssen zuerst mal forschen. Ich möchte die Mine, bitteschön. Da hauen wir noch was in die Forschung rein. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass man hier eine Mine bauen kann, aber ich habe auch Zweifel, dass das geht. Vielleicht geht es aber hier. Sagt das Grün hier was aus? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir können das einfach mal mitnehmen, aber ist nicht zu teuer. Cleared Path. Das brauche ich halt für das hier. So ein Durchgangsding, aber das kostet halt Gold ohne Ende. Aber ich will das alles haben hier unten. Toolsmith. Ja, will ich auch. Verzeihung. Bin nicht ganz so fit die Tage, gebe ich zu. Also, ich wollte die Mine. Iron Mine und Coal Mine. 300 Gold, 150 Gold im Jahr. Und die 120. Oh nö. Und die braucht Lumber? Na gut. Work Efficiency 0. Und wo wäre die jetzt effizient? Hier drüben. Ach so, brauche ich da die Grids? Ich verstehe halt die Grids nicht. Wofür steht jetzt grün? Ah, das ist Eisen. Scheiße, das ist so weit weg, wie es nur geht. Fuck. Also ich müsste es hier drüben bauen. Okay, warte mal. Scheiße. Ich bin jetzt gespannt, ob das überhaupt gebaut wird. Keine Ahnung, ob hier jemand rüberkommt. Ein Mutiger ist unterwegs. Er ist in den Stein gegangen. Er geht einfach durch den Stein durch und über den Fluss drüber. In Socken. In seiner Unterwäsche. Nun. Brücken sind offensichtlich doch überbewertet. Ich hätte aber trotzdem gerne eine. Wooden Bridge. 100 Coins, 20 Lumber, 5 Tools. Habe ich die jetzt ausgewählt? Ach, ist die schmal. Not enough Coins. Was? Wie teuer?
Ja, ich latsche eh übers Wasser, ist mir doch egal. Brücke, braucht niemand. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Warum? Habe ich das jetzt... Oh, habe ich das verkehrt rumgebaut? Das kann natürlich sein. Da müssen wir noch gucken. Ich habe 5 Workers übrig. Das ist gut. Ne, warte mal. Ich kann nur 2 Carriers machen. Ich habe keine Ahnung, wovon das abhängt. Ich habe echt keine Ahnung. Oh, schau mal. Construction Goods. Was ist das? Construction Goods plus 20%. Kostet 1 Influence und 520 Münzen im Jahr. Leck mich. Ich bekomme halt nur ein paar raus. Das ist nicht so viel. It is not much. Was ist das hier eigentlich für Dreck? Kann man den Dreck hier abbauen? Nein. Ich finde es auch ein bisschen lame, wie schnell hier gefällt wird und wie langsam hier aufgefasst wird. Mach das jetzt hier. Komm schon, den auch. 48 im Jahr. Ja toll, der hat jetzt alle Bäume gefällt und jetzt geht nichts mehr, oder? Er sollte halt schon nachhaltig fällen, ne? Weil so... Das ein bisschen beschissen. Dann haben wir eine Spille. Bin jetzt gerade auf Trees. Gerade auf Metal. Wie sieht es jetzt hier drüben aus? Zwei Workers. Workers let's plus one. Durable tools. Prospector one. Pro Worker pro Jahr. Also es reicht, wenn ich erstmal einen hier einstelle. Was war die Upkeep? 90 Holz pro Worker. 120 Coins pro Worker. Ich mach mal sofort Durable Tools One. Spart immerhin 10%. Das wird sich lohnen. Das wird sich schon lohnen. Prospector plus 15% Production. Mal Coins. 15 Iron. Naja, Iron kriege ich jetzt rein. 100 Coins. Aber ich mache das gleich mal. Das ist nicht mehr so teuer, das Ding. Muss ja irgendwo sparen auch. Jetzt versuche ich noch, dem irgendwie sowas wie eine Straße zu gönnen. Und weißt du was, wir fällen noch ein paar Bäume rundherum, weil ich sehe hier einfach nichts. Den hier, den hier. Den hier. Vielleicht den hier. Ja, jetzt sehe ich erst recht nichts. Aber da latschen Leute rum, das ist gut. Aber ich wette, wenn ich hier eine Straße baue, ist es denen wieder vollkommen egal. Weil die latschen ja halt irgendwo. Ich sollte vielleicht mein Gebäude hier starten. Warte, ich blende nochmal die Bäume aus. So, da siehst du mal. Hier geht's bis vor die Tür. Hier kann ich eh nichts machen. Ich sehe nichts, Mann. Wie
bis wohin gehen jetzt mein Vieh? Keine Ahnung, wer ist schief. Ich mach den jetzt gerade. Vielleicht einen dezenten noch hier rundherum. Geht eh nix, okay. So. Kann ich einen Weg demolischen? Ja. Cool. Immerhin das geht. So, dann bin ich hinter diesen Steinen hier. Auf denen ich nicht bauen kann. Der sieht hier so breit aus und hier so. Ach Gottchen, ich zieh mal den hier rüber vielleicht. Ach, hier kann ich plötzlich. Ich verstehe das System nicht. Ich verstehe das System nicht. Wieso ist der hier fast doppelt so breit? Sieht echt seltsam aus. Ja. Na gut, wir haben es versucht. Ja. Der Weg ist denen halt vollkommen schnurzegal. Schwierig. Schwierig, du. Puh. Mach mal Bäume wieder an. Ist hübscher. Bisschen. Ich hab echt immer viel Holz. Kann ich das drehen? Ja. Nicht ganz so, wie ich möchte. 4 habe ich. So, wir haben wenig Tools, ein bisschen Nahrung. Ich hätte gern mal mehr. Aber hier steht, wir verbrauchen das, was wir reinkriegen. Damit. Lumber, monthly produce, 0. Prediction unknown. Das wird immer besser, echt. Access to Fertilizer. Fully upgraded. Ich glaube, unser Forester ist so dezent für ein. Oh man. Production buildings. Komma. Storage problems. Our foreman are reporting that there was a rat infestation in one of our warehouses. We have lost some goods, unfortunately. It is their job to ensure such things not to happen. If they failed, we can settle the difference. Happiness minus 15. Such things happen. Tell them to make sure it doesn't happen again. Okay. Was? Minus 29. Ausgerechnet Lumber, was ich gerade brauche. Tut weh, aber ich glaube, wir kommen damit klar. Ich baue jetzt noch einen Forester, und zwar hier drüben. Aus Gründen. Warte, und auf Höhe. Ist das die Höhe? Ich sehe, wenn hier genau das drüber liegt. 69%. Alter, was ist denn mit dem? Ich kann den ja nicht irgendwo ewig weit weg in den Wald stellen, oder doch? Weil die Wege sind halt jetzt schon zäh. Finde ich. Ich hätte gern hier dazwischen auch so Bäumchen, wenn es geht. Ich finde es schön, dass er pflanzt, aber er pflanzt eindeutig zu langsam an. Obwohl ich das schon um 50% gesteigert habe.
Ja, mir geht gerade das Holz aus. Mehr Workers bringen nichts, wenn die nichts zu fällen haben, ne? Uncool. Uncool. Aber ich könnte halt noch ein paar extra Bäume fällen. Weil irgendwie müssen wir halt an Zeugs rankommen. Also. Lass mal gönnen. Ich muss eigentlich noch extra Bäume fällen, weil. Boah. I don't know, man. Wir haben kein Holz mehr. Jetzt haben wir zwar Feuerholz, aber wir haben auch kein Holz mehr. Es ist halt immer irgendwas. Gut, was kann ich noch machen? Reduce Garbage 2 kostet 300 Coins. This is too much. So, der ist schon fertig. Der hat... Ich glaube, er hat 0 Workers. Weil die 2 sind ja hier. Nö, die haben sich aufgeteilt. Hä? Und hier müsste ich den Fertilizer wieder extra machen. Das ist uncool. Schade, das muss man also pro Gebäude mal machen. Die 2 haben sich auf die beiden Gebäude aufgeteilt. Ist es jetzt gut oder schlecht? Nicht sicher. Hauptsache, die sind jetzt beide auf 71%. Aber dem muss ich wieder erst alle die... Kacke. 8, 16. Es gibt noch voll viel. Candlemaker, Potter, Traveler, Cleric. Wow. Mintworker? Okay. 25. Okay, aber jetzt kriegen wir Holz rein. Das ist zumindest schon mal was. Dann gönne ich ihm jetzt mal Fertilizer 1. Und Fertilizer 2 auch gleich. Oh ne, geht nicht. Wieder zu wenig Holz. So, aber jetzt. Der Dreier kostet 20 und 5 Tours. Ich meine, unser nächster Schritt wäre eh der Tourmaker. Von dem her, wir haben jetzt Eisen. Es ist nur sehr teuer in Upkeep-Kost. Oh, und es braucht Holz. Aha! Scheiße. Wie spielt man das Spiel bitte auf so schwer? Das ist ja mega anstrengend dann, oder nicht? Weil man hat nichts und noch weniger. Verbrauchen die dann mehr? Was wollte ich jetzt? Research. Toolsmith braucht 10, aber scheiße. Den Rest haben wir gerade so noch. Wir könnten aber Cleared Path mal machen dazwischen. Ich habe halt keinen Herbalist. Ich will halt das hier. Ich habe keine Ahnung, was halt wieder heißt. If near a forester's hut, wie nahe ist nahe? Wenn hier der Forester ist, das heißt wahrscheinlich im Radius. Ist es jetzt im Radius vom Forester oder im Radius? Wahrscheinlich im Radius von der Hunting Lodge müsste ich es ja ausgehen. Wenn das zählt, dürfte es reichen. Da können wir übrigens auch noch Dinge machen. Ich habe nur kaum irgendwas. Venison Production. 3 Tools. Da war wieder das Tools-Ding, ne? Was ging hier noch? Worker Slots. Sturdy Nets. Das braucht nur Gold. Aber das ist nur ein Worker. Das war der Stockpile. Hier ging noch nicht viel. Das war auch noch ein Worker Slot. Improved Access bringt es halt nur, wenn Bäume da sind. Fällen tun es ja eh schnell genug eigentlich. Was man noch machen kann, ist Houses of Insulation. Ja, dazu braucht man mehr Lumber. Aber langfristig wird es halt Firewood sparen.
bei Firewood haben wir eh gar kein Problem. Nur Lumber ist gerade unser Problem. Mach mal schneller. Ist halt die Frage, bringt's Improved Access? Bringt es das, einen weiteren einzustellen? Ah, der wird ja automatisch hier arbeiten, ne? Hier bringt er mal halt gerade gar nichts. Weil ich hier Expansion One habe. Oder würden die dann schneller anpflanzen? Ich finde halt die Pflanzen auch voll wenig Bäume. Ich meine so ein bisschen so, aber so, wenn du den Radius ansiehst, da ist noch Platz frei, da ist noch Platz frei, da sehe ich Potenzial. Ist ein bisschen schwach. Und wieso pflanzt er keine Palmen? Fällen tut er sie ja auch. Ja, cool, wenn er am Strand auch Palmen pflanzen würde. Finde ich ganz mischig, ganz witzig, die Mischung hier aus Palmen und anderen Gedöns. Was ist das hier eigentlich? Da, ist das Eisen? Nee. Oder? Das sind Bären. Wenn wir noch irgendwo ein bisschen Eisen oder so finden, sage ich jetzt auch nicht. So, Durable Tools, Upkeep, minus 30%, 150 Coins, 20 Iron. Ich mach das jetzt. Alles, was gerade Sachen spart, ist gut. Alles, was uns was erspart, ist gut. So, Nahrung haben wir ein bisschen im Griff. Lumber ist noch immer ein Problem. Tools dauert noch. Das mit Lumber müssen wir halt gucken. Ich finde es auch ein bisschen... Der hat jetzt einen Baum hier angepflanzt, aber gefühlt schon 50.000 gefällt. Das ist ein bisschen schwierig. Der könnte ja hier überall Bäume ansetzen. Der ist ein bisschen schwach im Pflanzen. Und für Fertilizer 3 brauchen wir noch 20 Lumber, die ich natürlich gerade nicht habe. Weil das alles gerade nur so rausflutscht. Ach, die haben auch Upkeep 120. Alles braucht Holz hier. Insulation. Es braucht alles zu viel Holz. Selbst der braucht Holz. Das wollte ich auch noch machen, ja. Gut, Nahrung geht gerade. Ich habe aber das Gefühl, ich komme gerade kaum vorwärts. September im Jahr 2. Wir haben kein Holz, dafür haben wir Feuerholz. Wenn wir mehr Feuerholz brauchen, haben wir wieder automatischen Holzproblem. Reduce Garbage. Na, ja, damit könnte man noch arbeiten. Dass wir auf 300 Coins sparen und die dann hier reinwerfen. Und hier könnte man noch die Produktion erhöhen. Ich hoffe, die braucht er nicht mehr. Aber theoretisch braucht er nicht mehr, sondern er produziert mit der gleichen Menge mehr, ne? Ich brauche mehr Coins. Wir haben eh gleich wieder Winter. Im Oktober, spätestens November ist ja schon Winter in diesem seltsamen Spiel. Sehr lange, sehr harte Winter. Aber die Zufriedenheit, die ist ja echt, vor allem bei Luxury Goods, Education, Religion, das habe ich alles nicht. Ich meine, eh schön, dass sie hier zufrieden sind. Beschwere mich einfach mal nicht. Vielleicht kann man aber gar nicht so weit spielen. Ich weiß es nicht, dass es deswegen automatisch hoch ist. I don't know. I don't know. 16, 11, 7. Die Kinder werden immer mehr. Ja, immer noch 8 Families, 9 Houses. Faszinierend. Und der eine immer noch allein. 7 von 6 haben wir hier noch in dem einen. Und hier ist noch 1 von 6. Schlecht aufgeteilte Familien. So. Jetzt geht's halt wieder los, ne? 288 im Jahr.
unknown. Das ist echt belastend. Null. Autsch. Eisen wird gerade auch nicht wirklich mehr. Ich dachte, wir produzieren das oder holt das noch kein Empty. Also, Schwierigkeitsgrad doch relativ hoch. Wenn ich mir leichte Einstellungen nehme und da solche Struggles schon so am Anfang habe mit so an sich einfachen Dingen wie Holz. Ich meine, gut, die Map ist auch ein bisschen doof mit dem Fluss hier. Ich weiß, ich hätte den Lumberjack, also den Forester vielleicht hier reinsetzen sollen, aber ich wollte halt nicht so weite Wege haben. Aber vielleicht muss ich mehr weite Wege in Kauf nehmen. I don't know. Wie würdet ihr das spielen? Und den Straßenbau kann man sich auch sparen, ne? Der ist relativ hässlich und scheint nichts bis sehr wenig nur zu bringen. Ich überlege gerade, ob ich hier drüben noch irgendwas machen kann. Da ist halt auch sonst sehr wenig. Da liegen Steine rum. Wenn ich irgendwo Eisen finden würde, würde ich mir das gönnen. Na gut, es steigt jetzt wieder leicht, das Eisen. Wir haben übrigens 300 Gold. Wenn jetzt nichts passiert... Ich meine, ich könnte theoretisch... Es sind auch noch Steine hier. Was ist das hier? Kaputtes Boot oder ein Stein? Eher ein Boot. Die 300 Gold wollte ich investieren in Reduce Garbage, ne? Abgib 30%. Das lohnt sich halt schon in Zeiten, wo man kein Holz hat. Das ist jetzt auch auf dem... Ah, nö, da geht noch eins. Da geht noch mehr. Nochmal 20% für 500 Gold. Okay, das Gute ist, wir haben Nahrung, wir haben Feuerholz. Der Winter kommt gleich. Das heißt, hier ein Rufzeichen. Resources required in production are not arriving to this building. Required resources are missing in stock. Das Holz, ne? Scheiße. Das heißt, haben wir kein Holz, produzieren wir kein Eisen. Was ist hier? Achso, der braucht auch Holz. Aber warum sind unsere Forester so kacke? Die müssten ja eigentlich zumindest halb... Jetzt steht halt alles still. Ja auch nicht sein. Wachsen die Bäume jetzt nicht mehr im Winter? Ah, hat er eh gerade einen gefällt. Also er tut schon. Habe ich den passiert? Hatte ich den... Sag mal nicht, ich hatte den passiert. Oh mein Gott. Hier waren ja auch keine Bäume. Hab ich denn... War ich das? War ich so doof? Oh mein Gott, please don't. Wenn ich es war, dann... Autsch. Kann es jetzt nicht sagen. Der hat doch gerade einen Baum gefällt, während er passiert war. Vielleicht bin ich nur versehentlich kurz mal... Das ergibt halt überhaupt keinen Sinn, was hier steht. Anscheinend haben jetzt alle zumindest mal ein bisschen Holz bekommen. Ich würde sagen, es ist Late Autumn oder ja, es ist November. Ich würde sagen, lassen wir mal den Winter beginnen. Hey, zumindest haben wir noch 8 Grad. Also es ist nicht gleich im November Winter. Das ist gut. Heißt das, es geht bis Dezember? Machen wir auf 10 wieder.
Weil ich kann gerade eh nichts machen. Ich würde so gern die Brücke hier unten bauen, aber ich habe die Ressourcen und das Gold beides nicht. Ah doch, im November fängt es an zu schneien und dann wird langsam alles weiß. King's Ransom. Scheiße. My lord, the king's advisors have sent a list of requests. No official reason has been noted, only a list. Oh, Schissel. Schissel. They're bleeding us dry, but we can't go against the king. Mushroom is minus 53. Send them a formal decline. Royalty. Ich hab halt keine Ahnung. Hab ich Merchants and Gentry? Peasants and Laborers? Ich bin eher so der Peasants and Laborers Typ, oder? Ach mein, das hier. Sorry, ich hab nix. Sieht das jetzt irgendwo aus? Loyalty 97. Ich hab halt keine Ahnung. Ich schätze mal, ich hab nicht viele Händlertypen. Also wenn sich das auf deren Zufriedenheit auswirkt und der König eh egal ist. Wenn der König jetzt nicht gerade hier mit seiner Armee einmarschiert, weil er nichts kriegt an Steuern oder was auch immer der hier gerade verlangt. Ah. Ist Firewood jetzt echt schon um 100 gesunken? Okay. Man müsste sich fast überlegen, sowas wie die Eisenproduktion dann im Winter einfach zu stoppen. Einfach um Zeugs zu sparen. Die produzieren gleich viel, obwohl der eine Improved Access hat. Ah. Das ist irgendwie auch nicht so toll. Ich finde es schön, dass wir so viele Road Signs aufgestellt haben. Nahrung haben wir. Feuerholz geht wieder aus. Wie viel muss man denn bitte einlagern, dass das reicht? Das ist ja krass. Oder geht das jetzt aus, wenn wir Holzprobleme haben? Kann man die 500 Coins halt nicht leisten. Weiter. No firewood in stock. Ah, der Winter. Der Winter hat mich wieder. Und es frieren alle und jetzt friert keiner. Und jetzt geht's gleich wieder aus. Ja, es ist wieder aus. Ja, gut. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang in Banished war das auch so ein bisschen zäh. Also zumindest zahlen sie brav Steuern. Unrest on the mainland. Sire, we are receiving word of civil unrest in the mainland. The people are rioting. Should we ignore or interfere? Send whatever we can offer to the king. Remain loyal. Aber ich hab doch nichts. Interesting. Keep quiet about it, but prepare everything to accommodate incoming refugees. Expected immigrants 7. Ich kann 7 jetzt gerade nicht versorgen. Aber das tut auch weh. Ich nehm's mal. Jetzt haben wir wieder keine 500 Dings. Und wir haben Nahrung und Holz gerade ausgegeben. Halt auf zu früh. Danke. Zack, und Firewood aus. Ist halt schon Survival des Spiels. Also es ist bis jetzt keiner gestorben. Ich weiß nicht, ob überhaupt Leute sterben können. Oder ob einfach nur die Happiness auf Null sinkt. Oder ob sie dann einfach rausziehen. I don't know. So, ich habe jetzt die 500 Gold. Soll ich es riskieren? Ich brauche das Zeugs halt. Ready is garbage 3. 84 abgib.
60 abgibt. Das ist schon 24 Holz Unterschied. Das sollte sich doch positiv auswirken. Wer hat jetzt irgendwie gefühlt alle Bäume hier rundherum gefällt? Der bräuchte noch Fertilizer 3. Coins habe ich. Lumber habe ich gerade. Die Tools tun weh, aber okay. Wir machen das. Sparen, wo es geht. Und schauen, dass unsere verdammten Bäume nachwachsen. Ich darf nur nicht wieder versehentlich einen von denen passieren. Ist halt lächerlich. Jetzt ist der auf 96. Und der auf 288. Ist der Unterschied jetzt, dass der noch drei Bäume hier hat? Oder... Ich weiß es nicht. Ne? Fahr über den Stock. Warum... Da steht, der produziert 960 im Jahr. Wo sind denn die 960? Haben wir das alles im Sommer beim Sonnenwendfeuer oder wo haben wir das verballert? Man bräuchte halt vielleicht doch noch Mechanization. Es ist sehr teuer. Okay, der Winter ist vorbei. Ja, was soll ich sagen? Wir haben Probleme, aber wir überstehen es mit Happiness 100. Also, warte mal, 21... Wait a second. Was? Meine Leute haben sich wundersam vermehrt. Holy. Jetzt geht's aber dahin mit Bevölkerung. Gut, dass wir vorher die Immigranten nicht genommen haben. Ich habe plötzlich 8 Worker zur Verfügung. Aber die wollen ja alle auch was essen, ne? Thank you for downloading Patreon Demo and giving it a go. As you probably noticed, some features are locked out of the demo, and that also includes indefinite game time, which we've limited to 2 hours in the demo. You are more than free to start a new game if you wish to check out current alpha version demos some more. We are looking forward to reading your thoughts, comments and critique on Steam Forum and in the Discord. Okay, sie haben es wirklich auf 2 Stunden beschränkt. Verdammt, ich hab das befürchtet. Tja, also es hat ein Zeitlimit. Schade, ich wollte noch Tools produzieren. Ich meine, wenn man schneller ist, kann man es vielleicht noch hinkriegen. Und wenn man nicht so einen blöden Startpunkt hat, geht es vielleicht auch besser. Oder wenn man sich besser um Holz kümmert. Das heißt, ich bin jetzt draußen. Zack, draußen. Nun, Leute, 2 Stunden nehmen. Ich fange jetzt kein neues an. Es ist laut. Warum ist denn das schon wieder so laut? Das ist nur dieser eine Dudelsack, ne? Der hier so dröhnt. Okay. Zieh mal auf. Gut. Gespeichert hat er das jetzt auch nicht. Also ich habe keine Chance, da noch ein bisschen was dran zu setzen. Okay. Ja, ich verstehe. Also wenn man sehr schnell ist, kann man vermutlich mehr noch sehen, mehrere Produktionsketten, mehr whatever. Man sieht hier ja auch im Hintergrund, es gibt Maisfelder, irgendwelche Rüben, keine Ahnung, Karotten. Jetzt komm, was ist denn mit der Game-Musik? Mal laut, mal leise, entscheid dich doch endlich. Jetzt habe ich sie mit 5%. Das ist ein bisschen ein seltsamer Regler. Der ist echt seltsam. Ja, was wollte ich sagen? Es gibt Felder, ich hoffe, die sind nicht alle so klein. Es wäre schön, wenn man die in Custom Size setzen könnte. Vielleicht und dann einfach bestimmt, wie viel Arbeit er hier... In Banished war das eigentlich gut gelöst. Je nach Feldgröße hat es eine bestimmte Anzahl an Arbeitern erfordert. Inwiefern Militär eine Rolle spielt in dem Spiel, weiß ich nicht. Man sieht hier, glaube ich, das ist ein Turm da hinten. Was das ist, weiß ich nicht. Da ist ein Turm. Ah, ich fand das Lager ein bisschen komisch. Ich sehe, ich habe nirgends gesehen, wie viel Lagerplatz ich habe und wo die Carriers eigentlich zugeordnet sind. Ob die beim Main Building sind oder ob die dem Lager zugeordnet sind oder beides. Ich konnte plötzlich mehr davon einstellen, keine Ahnung. Hier sehe ich noch eine Mühle. Also es gab ja auch Bäckerei und Brot, ne? Ergibt auch Sinn, wenn man Felder hat. Vielleicht ist das ein Getreidefeld, keine Ahnung. Voll unrealistisch übrigens, hier sind lauter Bäume abgebildet. Die werden alle gefällt. In Wirklichkeit werden die alle gefällt. Ach, den Felsen kenne ich übrigens. Mhm.
Ja, den habe ich gesehen. Also das ist unser Spielstand von der anderen Seite. Hier drüben haben wir rumgemurkst. Na gut, Leute. Dann kommen wir mal zum Ende. Die Demo ist beschränkt, also ist automatisch das Stream beschränkt. Einmal ein bisschen ein kürzerer. Es darf auch mal sein, ich habe sehr spät angefangen und es ist Mitternacht. Ja. War trotzdem ein ganz nices Game. Ist eine ganz nette Demo, würde ich sagen. Bietet schon einiges. Ich meine, hallo, für eine Gratis-Demo. Da kann man schon mal, ne? Da kannst du schon mal. Also gut, ich gehe mal direkt hier rüber in den Endscreen. Morgen spielen wir auch ein Aufbaustrategiespiel. Allerdings ein bekannteres, das hier schon länger läuft. Genau genommen fast seit Beginn meiner Streaming-Karriere, nämlich Anno 1800 spielen wir weiter unseren Singleplayer-Spielstand morgen Abend. Wir fangen früher an als heute. Ob wir dann früher aufhören, lasse ich jetzt mal offen, weil wir haben dort viel zu tun. So, ich wünsche euch eine gute Nacht und noch ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl, Citizens, und macht es gut, vielleicht bis morgen. Bye bye, tschüss.